Moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, vierfach ohne Gräben, Version 1.7. Ja, heute ist Dienstag, Tag der Arbeit, 1. Mai und wir sind am Arbeiten. Ja, heute gibt es zwei Folgen, 10 Uhr, 14 Uhr. Wir sind jetzt hier in der 10 Uhr Folge. Heute Nachmittag gibt es dann die zweite. Was machen wir? Wir haben gestern schon angefangen, unsere alten Überladewagen zu verkaufen und uns neue zu kaufen für die Saat. Und ja, da bin ich hier fleißig bei und fülle jetzt hier gerade Saatgut auf in diesen Überladewagen. Mach den mal eben voll und in der Zwischenzeit bringe ich dann hier auch nochmal wieder ein bisschen Mist hin. Noch nicht viel, aber ein bisschen, damit hier einfach die Saatgutproduktion läuft. Ich habe hier noch kein Förderband. Ich muss noch ein Förderband kaufen, denn dann mache ich hier nämlich auch den Schweinehof. Ja, da ist gar kein Traktor dran. Wie fies ist das denn? Wie fies ist das denn? Habe ich mir hier selber reingelegt. Seht ihr, hier sind nur noch 7000 Liter jetzt. So. Nein! So, wollte ich den noch abkoppeln. So. Das sind ja unsere neuen Absetzrahmen. Super praktisch. Tipp von Walter aus der Community. Danke, Walter. Gefallen mir gut bisher. Also so gut, dass ich eben ruckzuck auch alle anderen Überladewagen verkaufe. Zwei habe ich schon verkauft, einen habe ich noch. Den werde ich noch verkaufen. Ja, ich weiß, dass ich an dem Brunnen Wassertanks auffüllen kann. Also diese Absetzrahmen, Überladewagen, die fassen 20.000 Liter. Und das ist schon nett. Wieso lädt er nicht ab? Muss ja auch gar kein Mist rein. Mist muss ja bei der Düngerproduktion rein. Ich bin ja auch doof. Getreide muss da rein, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ja, machen wir aber auch jetzt gleich. Wenn, dann machen wir es jetzt gleich alles richtig fertig. Dann haue ich da jetzt auch gleich Getreide rein, damit dann die Produktion auch weiterläuft. Hauen wir ein bisschen Gerste rein hier, so eine Ladung, 75.000 Liter und dann ist gut. Einmal. Zwischenzeit gucken wir mal am Rinderhof. Die Nummer wieder, wo ich hier nicht rauskomme, doch. Saatgutproduktion. 101.000, kein Getreide mehr. 41.000, Düngerproduktion. Keine Gülle mehr, ja. Das können wir gleich ändern. Hier steigen wir mal ein. Machen wir eben hier noch Kraftfutter rein. Rinder versorgen. Und dann füllen wir auch hier ein bisschen Getreide noch auf.
auf jeden Fall von allem was da. So, ich habe hier hoffentlich noch Getreide. Ich weiß das gar nicht mehr. Im Silo, ich meine aber schon. Dann haben wir hier noch Roggen oder sowas, müsste ich hier noch haben. Hier wollte ich auch noch ein Silo-Display mal hinstellen. Oh, jetzt nicht. Erste. Ups. Oh. Hab nichts mehr. Außer Raps habe ich nichts hier. Natürlich schade. Okay. Dann nicht. Dann müssen wir hier einen Überführungskurs machen. Was ich aber machen könnte, könnte Saatgut mitnehmen. Nach oben. Ein bisschen was. Und dann können wir nämlich da. Können wir nämlich. Ah, ich fahre wieder so scheiße. Dann brauche ich nämlich gleich mit dem Überladewagen nicht hier runterfahren. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, das reicht schon. Jetzt kann ich da oben ja ins Saatgutsilo packen. Wollte hier den Überführungskurs. Üb, Rinderhof. Aber. Und auch der hier wird verkauft. Feld gebracht. Das war ja wieder. Ja, und dann haben wir nämlich auch wieder schön neue Fahrzeuge, die gut funktionieren, die gut aussehen und überhaupt. Uns dann noch welche von kaufen für Dünger? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich meine, theoretisch könnte man ja auch beigehen und könnte sagen, ich hole mir nur einen von diesen Anhängern und stelle dann die Absetzrahmen da mal ans Feld. Ja, klar, kann man machen. Was man aber viel eher machen kann, ist, man kann überlegen, ob man nicht noch sich andere Verwendungszwecke überlegt. Also andere Absetzrahmen kauft. Und dann sagt, okay, ich habe zum Beispiel dann fürs Häckseln habe ich noch ein paar. Wenn ihr versteht, was ich meine, habe ich noch irgendwelche Aufsätze oder so. Mal gucken. Wir sind da ja offen. Achso, da steht schon. Da steht noch einer. Ja, dann müssen wir den ja vielleicht erstmal verkaufen. Den hier auch weg. Ja, so, auch verkauft. Haben wir das Geld wieder zum Teil drin.
Nicht ganz, aber zum Teil. Das ist doch schön. Oh, das sollte ja nicht sein. Wieder daneben. Kennt ihr ja schon von mir. So, beim zweiten Anlauf klappt es dann aber. Und sieht dann auch recht gut aus. So. Geht's hier? Auf. Ja, der Axion hat den Wartepunkt erreicht, das ist schön. Jetzt müssen wir mal eben hier warten. Das wollte ich so gar nicht, aber passt. Wir haben ja hier hinten, haben wir ja auch noch eine Möglichkeit, Saatgut zu lagern. Wir haben ja hier noch ein Silo, wo wir Saatgut reinschmeißen können. Wobei, wir können es glaube ich auch in unserem Hauptsilo lagern, ne? Geht glaube ich auch. Das haben wir eben hier stehen. Und holen uns hier meinen Anhänger. Kreislaufprobleme. Wo ich nicht gleich drin. Dann können wir nämlich auch gleich unsere dritte Sämaschine wieder in Anspruch nehmen. Ja, ist schon hier gut zu tun am Hof, ne?
liebe Freunde der mittelschweren Beatmusik. Mach mal rein da. So. Quatsch. Der dürfte jetzt erstmal voll sein. Also mit 7000 Litern. Mehr haben wir ja nicht. Den Rest holen wir uns jetzt hier aus dem Silo, wenn der es denn da eingekommen ist. Ja, ein bisschen daneben. Einmal voll machen, bitte. Schön, danke. Dankeschön und auf Wiedersehen. Genau, und das sage ich zu euch nämlich jetzt auch. Ja, wenn es euch gefallen hat, Like, Kommentar, Abo gerne oder Facebook besuchen, meine Homepage besuchen. Ja, würde mich alles freuen. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Heute Nachmittag gibt es noch eine Folge. Und ja, in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ciao!